Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Hallo. Heute wieder eine Frage. Die hatten wir letztes schon mal. Hallo Martin, hallo Tim, hallo sehr geehrtes Konishi-Team. Immer wieder wird davon gesprochen, wie groß ein Koi werden kann. Und wir haben alle die magische Grenze von einem Meter im Kopf. Gibt es aber auch eine Mindestgröße, wobei man sagen kann, dass jeder Koi ein gewisses Maß erreicht. Egal wie schlecht die Genetik ist, über eine Antwort würde ich mich freuen. Und falls du mal wieder in der Nähe des Wiesbaden-Kreuz bist und Bedarf nach Ver- und Entsorgung hast. Doch nicht Entsorgung, sondern Versorgung. Ver- und Entsorgung hast. Du weißt, wo du uns findest. Liebe Grüße, Lena und Nils. Was ist die Mindestgröße? Letztes haben wir es ja schon mal davon gehabt. Ja, also die kleinsten erwachsenen Fische, die ich kenne, die waren so groß und ich glaube 30 Jahre alt, also so 20 Zentimeter. Professor Becker in Hohenheim. Genau. Die habe ich auch gesehen. Die haben so lange Flossen gehabt. Nee, aber die Flossen waren überdimensional groß. Aber es lag auch nicht an der Genetik allein, sondern das ist eben, wenn man die auf praktisch reinen Erhaltungsbedarf hält. Also ich habe, als wir das letzte Mal die Frage beantwortet haben, habe ich im Nachgang so um die 30 Zentimeter haben wir, glaube ich, gesagt, oder? Ja, aber ich glaube, die Kleinen, die wir kennen, die ganz Kleinen, die haben einen Gendefekt. Ja, und die werden auch in der Natur nicht, genau. Die werden auch nicht wirklich in der Natur alt geworden, weil die relativ lange aufgrund ihrer kleinen Größe auf dem Speiseplan von vielen, vielen Räuber gewesen wären. Aber es gibt ja auch bei Menschen und bei Tieren verschiedene zwergwüchsige Individuen. Genau. Also dass dann tatsächlich genetisch Zwergwuchs ist, aus unterschiedlichen Gründen, aber das führt hier zu weit. Genau, und wahrscheinlich weiß man es auch gar nicht, weil viele von den Zwergwüchsigen vielleicht auch relativ schnell sterben. Also ja. Man kennt ja die Dinge, die Short Bodies. Und die Short Bodies, von denen wissen wir, Oyama hat ja mal diesen kleinen Koaku gehabt, 4-5 Jahre, glaube ich, am Schluss, der war auch nur so 40 Zentimeter vielleicht. Aber selbst der hat die 40 geschafft. Aber die sagen, die sterben alle in den ersten 5-6 Jahren in der Regel. So aus irgendwelchen Gründen. Also ich glaube, wenn jetzt nicht ein Gendefekt vorliegt, sondern eine normale Genetik und einfach die Körperform schlecht ist, kann jeder Koi 50 Zentimeter schaffen. Ja? Jeder Karpfen. Du bist halt schon immer Optimist gewesen. Ich bin immer Optimist gewesen. Aber was ich ganz häufig gesehen habe, und ich denke, oder ich bin mal auf Sandras Antwort gespannt, häufig ist der Zwergwuchs bei Koi durch schlechte Haltung und vor allem schlechte Fütterung und Ernährung. Absolut. Provoziert. Ich sage nur die XY-Flocke, Teichflocke. Es gibt ja viele Koi-Teiche ohne Nährwert, genau, wo sie sich dann von den 2 Libellenlarven pro Monat ernähren müssen. Das ist tatsächlich eine Ernährungssache. Und eine Sache, Nitratwerte im Teich zum Beispiel. Ne? Also das sind Fische, die dann plötzlich, wenn sie umziehen, doch noch wachsen erstaunlicherweise, wenn sie eben in entsprechend großes, sauberes Wasser kommen und entsprechend gutes Futter kriegen. Plötzlich wird aus dem Zwerg doch noch ein Koi. Black Label, das erste Futter mit Mikronährstoffen, das kam auf den Markt. In den Teichen sind die Koi regelrecht explodiert. Fische, die Jahre nicht gewachsen sind, haben in einem Jahr 17 cm Sprung gemacht. Wirklich unfassbar, was für ein Wachstum die hingelegt haben. Das ist, was wir immer sagen, was auch hier und da mal hinterfragt wurde, ob es denn tatsächlich so sei. Aber bei Fischen, die ein lineares Wachstum haben, heißt es einfach, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ich kann über Jahre einen Fisch auf Größe halten, verändere ich die Umweltbedingungen, dann explodiert er wieder. Und wenn Sie wüssten, wie viele wirklich riesenhaft potenziell Koi mit über 80 und 85 Zentimeter in den deutschen Teichen schwimmen, Sie würden das wirklich nicht glauben. Oh ja, aber denen wurden nie die Möglichkeit gegeben. Der deutsche Koi-Liebhaber unterscheidet sich in einem von vielen asiatischen dahingehend, also zumindest wenn ich so die Bilder sehe und was ich in Japan mit eigenen Augen gesehen habe, der Japaner kauft gezielt den und den und den, macht sich da lange Gedanken, kaufe ich mir den jetzt so. Und dann hat er wenig Fische im Teich und die wenige Fische zu ernähren, ist möglich, was Wasserqualität, was Futterkauf, was guter Futterkauf und alles angeht. Wenn ich aber einen Teich habe mit 20.000 Liter und 30 Fischen drin, dann habe ich per se, und selbst wenn ich eine große Filteranlage habe, ich habe per se gar nicht mehr die Möglichkeit, das Potenzial aus den Fischen rauszuholen. Und das ist der Grund, warum ich das hier heute mal sagen will. Weil, und warum wir die Frage nochmal beantworten, weil wenn man sich das mal überlegt, diese Fische, 30 Fische, die dann am Tag, keine Ahnung, jeder 50 Gramm Futter braucht oder weiß der Teufel wie viel,
Ja, dann brauche ich 1,5 Kilo Futter am Tag. Ich brauche möglichst lange Wärme auch im Jahr, dass dann das Wachstum auch umgesetzt werden kann, vor allem auch hinten raus im Herbst, wo die Japaner Vorteile haben. Dann muss ich den Sauerstoff ins Wasser bekommen, ich muss den pH-Wert stabilisieren, ich brauche einen Filter, der auch mit den ganzen Exkrementen zurechtkommt. Das ist ein Riesenaufwand. Wir haben sie mal bei Dirk, der, ich glaube, es waren um die 30 Fische, der sich sein eigenes Sugura, einer der Teiche für Jumbo-Koi in Japan bei Konishi, der sich da sein eigenes Sugura im gefilterten Koi-Teich geschaffen hat, der hat im Jahr eine Vierteltonne Futter da drin versenkt. Ja, irgendwann sind es ja Tiere mit, wir haben es ja gewogen, 20, 23, 25 Kilogramm. Ja, das sind 50 Pfund. Ja, die fressen ja am Tag mal richtig was weg. Das wird ja nicht besser. Und das ist, da kommen viele, limitieren sich im Prinzip, was ihre Wachstumsmöglichkeiten angeht, schon in den ersten Jahren des Koi-Hobbys, bevor sie überhaupt wissen, dass sie Wachstum interessieren, weil sie sich viel zu viele Fische anschaffen. Und dann kommt natürlich die Inhalterung und die ist natürlich prädestiniert, wenige Fische, die gezielt groß zu machen, weil es in den Teichen nicht funktioniert. Ja, vor allen Dingen eben wegen der Temperaturgeschichte auch. Die ist halt. Deswegen gibt es sowas wie hier. Sauerstoff, Temperatur, Wasser. So ist es. Wie viele Leute haben Inhalterung heutzutage? Wie viel Prozent? Viele. Ein bisschen mehr würde ich sogar sagen. Geil. Also ich würde sagen, dass es sogar auf die Hälfte schon fast rausläuft von den Teichen, wo ich hinkomme. Super. Also viele eben, die jetzt gerade in der Jahreszeit auch mal die eine oder andere Problematik haben, überlegen sich das schon, ob das macht nicht... Macht schon Sinn, ja. Ja, macht schon Sinn. Also, Nils, Lena, viel Spaß. Ich habe gerade geguckt, ob dein ja, genau. Das schon wieder irgendwie... Nee, das Mikro passt noch. Also, bis zum nächsten Mal. Alles klar, danke, ciao.